Ja, jetzt heißt es wieder neu bei Pearl TV und das wird vor allem Autofahrer interessieren, weil es geht um ihre Sicherheit. Ich habe das schon mehrfach gesagt, wäre ich Bundesverkehrsminister, was ich nicht bin und auch niemals sein werde, hätte ich schon lange ein Gesetz auf den Weg gebracht, dass Dashcams, also solche kleinen Kameras, Pflicht werden. Das wird wahrscheinlich niemals der Fall werden, aber trotzdem darf sich jeder eine solche installieren. Und hier haben wir eine nagelneue. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe eine solche Qualität in einem solchen Preis-Leistungs-Verhältnis noch nie gesehen. Kurz Dashcam, ich glaube, das ist jedem bekannt. Dash ist die Kurzform von Dashboard, also Armaturenbrett, Cam, die Kamera. Also bringen Sie das an der Windschutzscheibe an und dieses Objektiv geht nach vorne und filmt jeden Meter, den Sie fahren. Und jetzt schauen Sie auf den Preis. Full HD, 18,99 Euro. Jetzt für jeden die Möglichkeit, etwas hier eben das mal auszuprobieren. Diana, du fährst ja auch viel Auto. Ich weiß, ja. Du fährst viel nach Freiburg. Das ja. sind auch immer 500 Kilometer. Man kommt ja tagtäglich in kritische Situationen. Ja, oder? Und manchmal, du weißt nie genau, wer war falsch, wer war richtig. Und ich kann sagen, in Russland zum Beispiel, jedes Auto hat Dashcam. Das bei uns, das ist natürlich, das ist nicht regelmäßig, aber das ist normalerweise jedes Auto hat das. Und jetzt muss ich Ihnen auch zeigen, wie einfach das ist. Also man bringt das an der Windschutzscheibe und zwar doppelte Sicherheit. Einmal haben wir hier einen Saugnapf und einen Unterdruck und dann hält sich das fest. So, und jetzt schließen Sie es per Strom an, einfach an Ihre 12-Volt-Steckdose. Und das simuliert jetzt mal die Zündung. Und jetzt sehen Sie auch hier, sobald ich die Zündung anmache, geht das Display an. Das heißt, ich muss da gar nicht mehr dran denken. Sobald ich losfahre, dann geht's los. Und zwar in allerbester Qualität. Der Wahnsinn. Und das jetzt nochmal in diesem Preis-Leistungssegment. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin da komplett umgefallen, als ich das gesehen habe. Wenn wir neue Produkte kriegen, machen wir immer so ein Spiel. Was darf es kosten? Das ist auch noch ein Markenprodukt. Sie haben es gerade gesehen. Und jetzt für 18,99 Euro. Ich habe geschätzt 50 Euro. Full HD, Ultraweitwinkel mit 140 Grad. Das wäre ein fairer Preis. Hier liegt übrigens auch von Hamar die unverbindliche Preisempfehlung bei 77 Euro. Aber der Schaden, den man damit verhindern kann, der ist natürlich um ein Vielfaches größer. So genau kommt sie zu Ihnen, ist problemlos zu installieren und hat die allerbeste Bildqualität, nämlich Full HD. Also ich bin Fan davon und Sie werden es werden, glaube ich, auch für alle, die schon mal nachgedacht haben, Mensch, soll ich mal so eine Dashcam ausprobieren oder nicht? Hier kann ich wirklich nur sagen, tun Sie es. Jetzt werden natürlich die Bilder gespeichert, Bild und Ton, auf der MicroSD-Karte in Full HD-Qualität. Und jetzt haben wir hier noch etwas, was ich noch niemals bei einer Dashcam gesehen habe. Und zwar ist das dieses kleine Teil, das ist im Lieferumfang enthalten. Rebecca, weißt du, was das sein könnte? Und Katze, Maus, nein? Also es ist ein USB-Stecker, denke ich. Ich weiß es nicht. Das ist ein Micro-SD-Kartenlesegerät. Das heißt, du machst jetzt also, wenn mal irgendwas wäre oder man auch die schönen Urlaubsfotos aus der Dashcam auslesen will, machst du einfach die Micro-SD-Karte raus, steckst sie hier rein und gehst direkt an den Rechner. Perfekt. Das macht es ja richtig unkompliziert, dann die Bilder zu übertragen oder die Aufnahmen. Finde ich ja auch richtig durchdacht hier. Ja, und ich muss noch einen Fall erzählen, warum ich auch jedem eine Dashcam hier wirklich empfehlen würde. Also es geht nicht nur um die Unfälle, die man vielleicht hat, weil irgendjemand anders die Vorfahrt nimmt oder ähnliches, sondern auch um Wildunfälle. Ich persönlich hatte einmal, und nebenher schauen wir uns mal kritische Situationen an, die einem, glaube ich, tagtäglich passieren könnten. Also ich hatte mal einen Wildunfall, das war in den 90er Jahren, und das Reh, das ich angefahren habe, hat zum Glück überlebt und ist abgehauen. Ich konnte nicht nachweisen, dass es ein Wildunfall war, und so blieb ich auf meinem Schaden, der damals immerhin 2.500 D-Mark war, sitzen. Wow. Hätte ich eine Dashcam damals gehabt, hätte ich die Bilder der Versicherung zeigen können und Wildschäden sind im Teilkasko abgedeckt. Das heißt, die hätten dann auch das bezahlt. Hier haben wir übrigens auch Datum und Uhrzeitstempel. Man sieht also genau, jetzt, guck mal, jetzt filme ich dich und zwar am 10.06. um 15.44 Uhr. Das ist doch perfekt und ich hoffe, Sie sehen die Qualität. Ja, jetzt muss man aber immer sagen, der Bildschirm ist natürlich nur ein Referenzbildschirm. Hier haben wir jetzt keine Full-HD-Auflösung. Die Full-HD-Auflösung ist auf der Karte. Das heißt, wenn Sie später dann das auch groß anschauen auf einem Fernseher oder ähnlichem, dann können Sie Nummernschilder lesen, dann können Sie Details sehen. Und das ist herausragend. Eine Full-HD-Dashcam für unter 20 Euro
Habe ich bis heute nicht für möglich gehalten. Wir machen es irgendwie möglich. Wie, weiß ich nicht. Aber das ist absolut und ab sofort mein absoluter Favorit, wenn es um Einstiegs-Dashcams geht, weil günstiger, das kann eigentlich nicht gehen. Nee, und das kann man definitiv einfach mal ausprobieren. Das können Sie auch, indem Sie mit der folgenden Artikelnummer bestellen. Das ist die ZX4101 und die 569. Nur 18,99 €. Das ist schon der Knaller. Da sparen Sie übrigens 75% im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung. Also da müssen Sie zuschlagen, wenn Sie noch keine Dashcam haben. Ist das die perfekte Dashcam, um einfach mal zu starten? Bei dem Preis können Sie ja nur alles richtig machen. Und deswegen bestellen Sie gerne hier unsere TV-Neuheit. Die Bestellnummer habe ich Ihnen ja noch mal schon genannt, nenne ich Ihnen aber gerne noch mal ZX4101 und die 569. Und passend dazu ist ja das Speichermedium. Du hast mir ja eben gerade schon diesen passenden Adapter hier gezeigt. Das heißt, unsere Speicherkarte, die würde ich dann einfach hier reinstecken. Entweder mit dem Adapter, der dabei ist, aus dem SD-Kartenlesegerät oder über USB. Perfekt. Aber wichtig ist die Karte Class 10. Sie sehen das noch mal ganz groß, ist ein Markenprodukt. Class 10 ist deshalb wichtig, weil da dann auch die Schreib- und Lesegeschwindigkeit herrscht, die man braucht, um Full-HD-Videos zu verarbeiten. Ältere Karten können das nicht, dann ruckelt später. Dann denkt man, oh, ist doch kein Full-HD, da ruckelt ja alles. Hier für 8,56 € einfach mit dazu bestellen. So, jetzt haben wir noch eine zweite Dashcam und das muss ich jetzt sagen, ist technisch gesehen unsere leistungsstärkste. Wir haben gerade die normale Dashcam gesehen mit einem Weitwinkelobjektiv. Jetzt stecke ich die hier mal an. Das Prinzip ist das gleiche, einmal festgemacht, hier allerdings mit einem Industriekleber. Und sobald ich den Strom einsetze, geht die Dashcam dann auch an. Sobald ich losfahre durch den Bewegungssensor und Sie sehen, jetzt haben wir das. Aber was Sie auch sehen hoffentlich ist, wir haben hier zwei Objektive. Ich habe jetzt beide praktisch in den Fahrgastraum, weil hier ist ja innen gesetzt. Aber eine geht normalerweise in Fahrtrichtung oder auch zur Seite, je nachdem. Und die zweite geht nach innen oder zur Seite. Und somit hast du eigentlich auch einen Rundumblick. Und das könnte auch im Falle eines Unfalls mal ganz wichtig sein. Mhm. Weil der Unfall passiert vor dem Auto, aber oftmals durch die, natürlich durch die Krafteinwirkung, passiert der Rest dann hinter deinem Auto. Und das wirst du auch sehen. Hier sehen wir die Anbringung. Der Industriekleber hier hält bombensicher auch bei Kopfsteinpflaster, ist aber, und das ist auch nochmal wichtig, auch rückstandslos wieder zu entfernen. Wenn man mal das Fahrzeug wechselt oder aus welchen Gründen auch immer. Also das ist auch ganz wichtig. So, Anbringung, einstecken, entweder, wir haben sogar einen USB-Anschluss oder über die 12-Volt-Steckdose und schon kannst du losfahren und hast jetzt deinen unbestechlichen Zeugen immer dabei. In QHD-Qualität. Das ist nochmal eine Schippe drauf im Vergleich zu Full-HD. Also ich sage immer, das ist so ungefähr die Qualität. Wenn ich eine Fliege filme, da kann ich die Haare an den Beinen zählen. Ja, richtig gute Qualität. Hier auch genial, dass Sie sowohl vorne als auch hinterrücks immer sehen können, was da passiert ist. Gerade bei so Unfällen weiß man ja oftmals selber nicht, wie war jetzt der Unfallhergang wirklich. Oder man hat vielleicht auch eine andere Realität, erlebt man ja auch immer wieder, als beispielsweise die Beifahrer, Mitfahrer oder. Also das macht schon wirklich Sinn. Im Übrigen, das können ja auch ganz schöne Aufnahmen sein, ne? Gerade wenn man mal in den Urlaub fährt. Das muss ja nicht immer nur für den Fall der Fälle sein. Vielleicht auch so einfach mal auf Aufnahme drücken und schöne Serpentinen mitnehmen oder ähnliches. Ich wünsche ja, dass jeder unserer Kunden, der sich so eine Dashcam kauft, immer nur schöne Aufnahmen macht. Wirklich schöne Urlaubsfahrten. Übrigens, mit der Innenraumkamera kannst du dann auch im Dunkeln mal schauen, wie der Nachbar oder der Partner eben nebendran schnarcht oder wie die Kinder hinten auf den Rücksitzen ein bisschen Blödsinn machen. Also es können auch lustige Aufgaben sein und hoffentlich machen Sie das auch immer, aber wenn es mal im Fall der Fälle wirklich zu einer Krisensituation oder gar zu einem Unfall kommt, wow, das musst du mal erklären. Der ist plötzlich weggeflogen, kannst du so sagen. Ja. Also, siehst du, und so Sachen tagtäglich, ich glaube, jeder von Ihnen hat sowas, nicht jetzt so extrem, aber in ähnlicher Situation schon mal entdeckt. Jetzt kommen wir noch zu einer Option, die diese Kamera hat, was ich unglaublich begrüße. Und zwar GPS. Das heißt, du kannst später auch über Google Maps ganz einfach, wenn du die Bilder anschaust, die auch koppeln. Oh, lala. Ups, der ist ja richtig eingesackt in die Erde. Das war Montag. Da war irgendwo ein Schlagloch in Größe. Oder? Nee, da ist wirklich ein Loch drin. Unglaublich. Ja, aber durch die GPS,
Einstellung. Oh, das ist jetzt natürlich mal eine Aufnahme, die, das war, glaube ich, auch in Russland, oder? Vor ein paar Jahren. Ja, von Chelyabinsk. Ja. So, jetzt aber nochmal, GPS. Damit können Sie auch genau sagen, wo Sie wann waren und vor allem, und das ist das Wichtigste, schnell Sie waren. Weil wenn man jemand sagt, oh, da war doch viel zu schnell, können Sie sagen, nee, ich habe das genau aufgezeichnet, ich bin richtig gefahren. Ja, und ich finde es schon allein interessant, solche Aufnahmen mal zu sehen. Und da waren jetzt eigentlich in jeder Situation, war der Fahrer mit der Dashcam immer nur Zeuge einer kritischen Situation oder eines Unfalls. Auch das ist oftmals gefragt. Hier, Ingo ist mal nach Bremen beziehungsweise von Bremen hierher gefahren. Jetzt sehen wir beide Kameras und unten sehen wir auch die Koordinaten, die GPS, die Geschwindigkeit. Und genauso wird es auf Ihrer Speicherkarte hinterlegt und kann im Bedarfsfall eben abgerufen werden. Eben auch Geschwindigkeit. Rebecca, stell dir mal vor, Zone 30, in den allermeisten Zone 30 Gebieten ist rechts vor links. Ne? Mhm. Jetzt kommt einer von links und fährt hier rein und sagt, ja, ich hab, der war viel zu schnell, der ist mindestens 50 gefahren. Dann stehst du eigentlich unter Erklärungsnot. Jetzt hast du so eine Dashcam, da kannst du sagen, guck mal hier, 7.30 Uhr, genau da und da, und ich bin 31 gefahren, ja? Dann bist du raus aus dem Schneider. Anders hast du wieder eine Diskussionsgrundlage. Also das ist auch schon eine wichtige Sicherheitsoption. Und Ingo, ich weiß nicht, fängt da noch an zu singen. Schau mal, das ist auch lustig. Er fand es lustig, hat er gesagt, sich mal selber beim Autofahren zu beobachten. Man sieht sich ja selber nicht. Ja, ja. Und es ist nichts passiert auf dieser Fahrt. Und ich hoffe, dass auch bei Ihnen nie irgendetwas passiert. Aber wenn es mal der Fall wäre, dann haben Sie diesen unbestechlichen Zeugen dabei. Und das, was du vorhin gesagt hast, du hast zwei Sachen gesagt. Manchmal geht es so schnell, da weiß man gar nicht mehr was. Genau. Und dann hast du vorhin bei dem einen Video, ich habe jetzt zu spät hingeschaut. Ja? Ja. Du wusstest gar nicht, was passiert ist. Und so geht es vielen Zeugen auch, die meinen dann, was gesehen zu haben. So kommt es oftmals auch zu unterschiedlichen Zeugenaussagen. Und dann steht Aussage gegen Aussage und im Zweifelsfall kriegen sie eine Schuld oder eine Teilschuld, obwohl sie an einem Unfall komplett unschuldig sind. Und an mir persönlich würde das ein Leben lang zehren. Ja, das geht so schnell auch. Die Situationen sind so schnell vorüber passiert. Wir wünschen Ihnen natürlich, dass Sie immer nur Zeuge bleiben, dass Sie nicht selber mal betroffen sind. Aber wenn, dann haben Sie hier die Aufnahmen und sind auf der sicheren Seite. Und das für unter 100 Euro. Genauer gesagt 94,99 Euro. Das ist Ihr TV-Sonderpreis. Und die Artikelnummer ist die NX4820 und die 569 für die Dashcam mit zwei Kameras. Das heißt, nicht nur nach vorne hin sehen Sie, was passiert, sondern auch nach hinten hin und können so auch nochmal einen Rundumblick haben mit dieser super Dashcam. Und auch hier wäre es ja ideal, wenn man direkt die Speicherkarte mit dazu hätte. Deswegen haben wir sie auch noch für Sie mitgebracht. Ja, und zwar hier die größtmögliche. Sie können auch die erste 32 GB nehmen, aber ich würde hier gleich zur größten möglichen raten, zur 128 GB vor allem, weil hier auch das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich sensationell ist. Definitiv, mit nur 22,79 Euro. Die Bestellnummer ist die ZX2798 und die 569. Das waren unsere Dashcams, also Kameras, die aufnehmen, was im Straßengeschehen so passiert, damit nicht nur Sie mit Ihren Augen sehen können, sondern tatsächlich auch nachhaltig Videoaufnahmen haben. Und Stichwort mit den Augen sehen können, wir sehen ja leider Gottes beim Autofahren nicht alles. Die A-Säule ist mal im Weg und vor allem hinten da rücks. Wenn da etwas unter der Scheibe passiert, wir sehen es einfach nicht. Es sei denn, Sie rüsten jetzt auf und das geht ganz einfach, oder? Ja, bei modernen Autos gang und gäbe Rückfahrkameras. Mhm. Warum? Weil man die Notwendigkeit eben bemerkt hat oder eben sagt, das ist so wichtig. Aber gerade bei älteren oder auch bei kleineren Wagen gibt es das noch nicht. Und hier haben wir jetzt einen Nachrüstsatz, der mich auch wieder persönlich begeistert. Und zwar erstens mal durch die Effektivität, die Sicherheit auch beim Rückwärtsfahren, aber vor allem, weil ich diese Kamera auch als Laie installieren kann. Und zwar ohne irgendein Kabel zu verlegen und ohne in die Autoelektrik einzugreifen. Sie sehen, das ist die Kamera und die wird einfach, da sehen Sie das auch, hinter Ihrem Nummernschild geklemmt oder geschraubt, je nachdem wie die Halterung ist. Und das ist jetzt hinten an Ihrem Auto. Wichtig sind diese zwei Solarpanel, weil diese Kamera braucht Strom, klar, jede Kamera braucht Strom, aber der wird durch das Tageslicht erzeugt, somit brauchst du eben kein Kabel. So, und jetzt nehmen wir an, das wäre das Heck meines Autos. Diana, bist du mal mein Heck? Ja. Dankeschön. Und jetzt haben wir das zweite Teil, das ist der Monitor. Und der kommt jetzt ganz, ganz einfach bei Ihnen vorne ans Armaturenbrett oder an die Windschutzscheibe. Und was passiert, sobald Sie die Zündung anmachen? Das schauen wir uns mal an, indem ich hier wieder unsere 12-Volt-Steckdose benutze. Schauen Sie an, die Kamera geht an und jetzt haben wir hier eine Funk
Verbindung zur Kamera, also Monitor zum Kamera. Und jetzt sehen wir das Live-Bild. Das wäre jetzt in dem Fall bei uns im Studio, aber im Normalfall hinterm Auto. Und ganz egal, wie groß, wie klein Ihr Auto ist, Sie haben immer einen toten Winkel hinter dem Auto. Rebecca, ist dir beim Rückwärtsfahren schon mal was passiert? Zum Glück noch nichts. Toi, toi, toi. Ich klopfe aufs Holz. Wow. Also ich glaube, jedem, der schon ein paar Jahre fährt. Ich bin aber auch vorsichtig, muss man dazu sagen. Ja, das sind eigentlich gefühlt alle. Aber irgendwas übersieht man irgendwann mal, ob das ein Steinchen ist. Sag niemals nie. Das wird mir bestimmt irgendwann auch mal passieren. Aber hiermit übersiehst du nichts mehr. Also ich habe auch schon mal so einen kleinen Zaunpfosten übersehen, hatte ich eine Dalle meinem Stoßfänger und der Schaden war höher als 123,49 Euro. Für mich das Schlimmste wäre, würde ich mal eine Person oder gar ein kleines Kind übersehen beim Rückwärtsfahren und das auch nur verletzen. Ich glaube, das würde ich mir nie verzeihen. Das Einzige, was Sie sich in Zukunft angewöhnen müssen, ist, wenn Sie den Rückwärtsgang reinschalten, ja, weil dieser Monitor geht, dann läuft natürlich nicht die ganze Zeit. Wenn Sie den Rückwärtsgang einschalten, dann ist das eine Handbewegung, Rückwärtsgang und dieses Knöpfchen einmal kurz betätigen. Und schon ist der Monitor wieder an, in wenigen Sekunden, und wir haben das Bild nach hinten. Natürlich trotzdem kurz mal nach links und rechts und in die Spiegel schauen, aber das gibt ja auch beim Rückwärtsfahren eine unglaubliche Sicherheit. Es ist innerhalb von 5 Minuten auch von einem Laien zu installieren und es ist genauso schnell, ohne Rückstände zu hinterlassen, wieder abinstalliert, falls man mal das Auto wechselt, falls man sein Auto verkauft. Du siehst, Diana hat das gemacht, hier an einem Kleinwagen, aber ob das ein Kleinwagen oder ein größerer Wagen ist, ist ganz egal. In der neuen Luxusklasse oder ab der Mittelklasse ist es mittlerweile, glaube ich, serienmäßig drin. Und jeder, der das mal hatte, will es nicht mehr missen, weil es so viel mehr Sicherheit gibt. Und wenn du dann noch Probleme hast beim Rückwärts-Einparken, dann kannst du hier diese Einparkhilfe jederzeit noch zuschalten, dann fährst du praktisch fast wie auf Schienen. Auch da kann dann nichts mehr schiefgehen. Das ist perfekt. Und vor allem hatte ich erst kürzlich den Fall, dass eine Freundin gesagt hat, du, ich will meine Rückwärtskamera haben, weil, Rückfahrkamera meine ich, weil sie hatte das Auto gewechselt und hatte dann ein größeres Auto und hat sich damit einfach nicht so sicher gefühlt, weil sie keine Rückfahrkamera bis dato hatte. Die hat sie jetzt aber, glaube ich, nachinstalliert, weil damit fühlt sie sich einfach sicherer, gerade bei so Situationen wie Ausparken, Einparken. Gerade beim Ausparken, ne? Es gibt ja auch diese doofen Steine, die im Weg sind, ne? Oder so Poller, das sieht man einfach nicht. Und das ist so ärgerlich, wenn es dann Rums macht und Sie merken, jetzt ist es passiert und dann kann man es nicht mehr rückgängig. Jeder Schaden, und wenn es der kleinste Blechschaden ist, ist teurer als 123,49 Euro. Ich bin mir auch relativ sicher, dass wir spätestens in 5-6 Jahren in jedem Auto serienmäßig, egal wie groß oder wie klein der ist, eine Rückfahrkamera drin haben, weil auch die Autobauer und auch die Sicherheitsexperten entdeckt haben, wie wichtig das ist, dass man diesen toten Winkel eben nicht hat. Bis dorthin bleibt uns einfach nur nachrüsten. Bei mir noch ganz wichtig, Rückfahrkamera finde ich toll, aber ich habe einen sogenannten Youngtimer. Ja, ein Youngtimer heißt, ich will mal, dass er ein Oldtimer wird und dann ein History-Nummernschild bekommt. Und das bekommt er aber nur, wenn ich keine baulichen Veränderungen vornehme. Diese Kamera kann ich einbauen, ohne bauliche Veränderungen vorzunehmen, weil ich nicht in die Autoelektrik eingreifen muss und auch sonst keine Veränderungen vornehmen. Ich kann es rückstandslos dann irgendwann mal wieder entfernen, auch wenn ich das Auto wechsle. Und übrigens die Funkreichweite, das ist auch noch ganz interessant für die Urlaubszeit, ist 25 Meter. Also wenn jetzt jemand mit Gespann oder mit einem Wohnmobil in Urlaub fährt, da ist ja der tote Winkel noch größer. Mhm. Beim Gespann kann ich es hinten an den Wohnwagen machen, dann habe ich da eine bessere Sicht hinter dem Wohnwagen noch und beim Wohnmobil natürlich auch hinten dran. Bei Wohnwegen siehst du oftmals diese riesen Spiegel links und rechts am Zugfahrzeug. Mhm. Ja, aber da hast du trotzdem einen riesengroßen toten Winkel. Also gerade für Wohnwagenfahrer würde ich es auch zu 100% empfehlen und mit 25 Metern Reichweite reicht das auch wirklich für absolut jeden Wohnwagen. Und ich habe eben gerade auch gedacht, wie charmant das aussieht, ne? Also diese Kamera fügt sich so gut ins Kennzeichen ein, ist auf den ersten Blick für Menschen, die es nicht wissen, auch gar nicht großartig erkennbar. Und Sie können es ohne große Kabellage ganz einfach selber installieren. Ralf hat es Ihnen erklärt, Sie können es jetzt ganz einfach nachmachen, indem Sie jetzt auch zum Hörer greifen und bestellen mit der PX2486 und der 569. Das ist die Artikelnummer, die Sie dann bitte durchgeben und dann sind Sie definitiv sicherer unterwegs. In jedem Fall haben Sie auch dort dann zukünftig Ihre Augen, wo Sie normalerweise nicht hinschauen können.
konnten. Das war unsere Rückfahrkamera. Zwei Dashcams hatten wir in dieser Sendung auch zur Auswahl für Sie. In jedem Fall sind Sie damit sicherer unterwegs. Wir wünschen Ihnen natürlich allzeit gute Fahrt, dass die ganzen Situationen, die brenzligen, die wir gesehen haben, Ihnen niemals passieren mögen. Und wenn, dann haben Sie auf jeden Fall den richtigen Zeugen hier mit der Dashcam am Start. Wir wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt.